da wuseln sie. Da wuseln sie. Wuselt schneller. Ja, schon lustig gemacht hier. Wusel, 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 wusel. So, jetzt haben sie da gewuselt und damit sie jetzt wieder rauskommen. Ich komme nicht mehr rein, ich komme nicht mehr rein. Ja, muss außen rumgehen, Mann. So, dann Demolish Wall. Das hier will ich umbauen. Die Wand soll weg, also der Zaun soll weg. Der Zaun soll hin. Was machen sie jetzt zuerst? Bauen oder abreißen? Ah. Clever. So. Dann soll der Zaun hier weg. Aber nur der Zaun. Die Tür können wir ausbauen. Die wollen wir nicht abreißen. Move garbage to garbage. So, dann brauchen wir im Deployment. Stuff only. Ja, sieht ja eigentlich schon ganz gut aus hier, ne? Unser Knast. So nicht. Aber anders, so in der Übersicht, sieht er schon ganz gut aus. Ist halt ein kleiner Knast. Wir wollen ja klein anfangen. Wir wollen es langsam aufbauen. Ich meine, wir haben jetzt wieder 39.000. Und wenn das hier so weitergeht, haben wir bald wieder die Summen. Und dann kann ich wieder frisch, fromm, fröhlich, frei drauf losbauen. Das ist ja das, was ich hier vorhab. Zu zeigen, wie. So, dann Baum. Ein Baum Luft lassen wir immer. Oh. Okay. Marker. Zum Abendessen kein Wodka mehr, wenn du abends noch aufnehmen willst. Dann werden die Linien krumm. Ich habe gedacht, ich hätte so gemacht, dass ich da noch hinkomme mit einer Linie und Baumstampf da. Naja, komm, egal. So, was mich jetzt aber auch mal reizt, was ich jetzt auch mal wissen will, ist, was passiert? Das war nix. Wenn ich eine Reihe von oben nach unten mache. Müsste doch auch funktionieren, oder nicht? Boah, Alter, ey, einmal eine gerade Linie ziehen hier. Bin schon was schäl, oder? Da. Ich muss mich konzentrieren, deshalb rede ich nichts. Ist voll schwer, eine gerade Linie zu ziehen, ey. Ich habe mich so angestrengt. Nein. So, da haben wir's. Da haben wir wieder unsere Baumschulen aufgebaut. Die laden trotzdem nichts, die Bäumchen. So, was brauchen wir sonst noch? Wir brauchen noch da oben. Ja, ich habe vergessen, wie groß das war. Planning. 12.
So, 12 auf 25 Meter. So, das soll ein Knast. Das ist alles so eng. Tja, ich wette das irgendwann. Ich muss das irgendwann eh nochmal komplett umbauen. Ist alles viel zu eng da oben. Alles nur so zu zwei Dings breit hier. Das ist ja, da kommst du ja vor wie in Vietnam, ey. Oder in Nordkorea. Na, Nordkorea ist vielleicht ein besseres Beispiel. So, da noch einen Weg hinlegen. Wow, da explodieren Bäume aus dem Boden. So, der trägt schon mal ein Tor da hoch. Ist noch nichts gebaut, aber das Tor wird schon mal aufgestellt. Ganz wichtig. Wir fangen mit dem Tor an. Houston, wir haben ein Problem. Wir brauchen mehr Leute, die Bäume pflanzen, sonst wird unsere Area hier nicht mehr. Und dann steht's Tor auf und dann laufen uns Gefangene weg. Ich brauche noch mehr. Alter, es ist teuer, Bäume anzupflanzen. Komm, wenn man nimmt 20 Gärtner. Ach, wo wir gerade mal dabei sind. Ich sehe schon, wie unter den Kommentaren geschrieben wird, du hast zu viel Personal. Ich habe 37.000 Dollar. Was scherz mich? Dann habe ich halt zu viel Personal. Deshalb sind die Bäume ja so gewinnbringend, weil sie auch viel Personal verlangen. Nee, wir haben so viel Grünflächen und überhaupt, was alles gekehrt werden muss und gemacht werden muss und geputzt werden muss. Wir brauchen Personal. Hört sich bescheuert an, ist aber echt so. Ja, weil ich habe hier vor, einen geilen großen Knast zu bauen. Da brauche ich Personal. Das sorge ich halt schon mal vor. Wir brauchen übrigens auch mal wieder ein paar Wächter. Weil wir hatten nur noch einen frei und noch nicht mal überall alles scheinbar vorgesehen, was wir so gebraucht haben. Und wenn wir da oben einen neuen Block bauen, brauchen wir wieder einen, der auf und ab marschiert. Was ist denn nur los? Warum ist denn da dunkel? Können die das mal fertigstellen? Müssen die da jetzt schon einen Weg bauen? Ist doch noch gar nicht fertig. Nein! Ich wollte doch nur das Tor öffnen, verdammte Hacke nochmal. Ich habe einen Bauauftrag gecancelt. Wisst ihr, was das bedeutet? Ich muss nochmal 3000 bilden. Porco Miseria. Ja, das ist ätzend. Wenn ein großer Bauauftrag schief läuft, ja, weil ihr irgendwo hinklickt und der Bauauftrag deshalb gecancelt wird, müsst ihr nochmal zahlen. Das ist eigentlich auch, das kann eigentlich auch nicht sein, aber gut, ist halt so. Also es kann nicht sein, aber es ist halt so. So. Stromversorgung hier hoch. Hier rüber. Rohre hier hoch. Ich weiß, ist viel zu teuer. Hier rüber. So, wie war denn das? Ich brauche hier zwei drüber, ne? Eins, zwei, genau. Und hier unten Mauer, Klo. Also praktisch so. Oh, Autosave. Ja, die Frage, also ich meine, ich könnte mir mal ein neues Layout-Modell einfallen lassen. Jetzt habe ich aber die Rohre hier schon gelegt. Nächsten Block versuche ich mal was anders zu machen. Angeblich, habe ich mir sagen lassen, stand unter einem Video, kann man ja bis zu 40 Felder weit mit diesen dünnen Röhrchen da legen. Ja, wisst ihr was, das teste ich jetzt trotzdem hier.
Auch wenn es total unlukrativ ist. Ist mir egal. So. Macht mal. So, jetzt haben wir mehr Personal wie gefangen, ne? Das ist total krank. Das ist total krank. Eigentlich ist das mehr eine Ferienanlage oder beziehungsweise eine so eine Arbeitsbeschaffungsmaßnahme hier als ein Gefängnis. So, das hier ist ja alles noch Yard, ne? Wenn ich das richtig sehe. So, dass die da nicht so schnell die Krise kriegen. Kriegen sie da nochmal ein paar Telefone hingestellt. Dass sie nicht an Telefonarmut sterben. Alter Schwede, ich hab vergessen. Alter Schwede, ich hab vergessen. Ich hab... Stopp. 55 Gefangene und die wollten mir schon wieder 17 Stück bringen. Ich glaube, den Baggerts, ich muss da oben erstmal ausbauen. Ich glaube, 4 muss ich machen, ne? Das Dumme ist auch, man sieht da nie was, wenn da kein Wächter ist. Verklickt. So. Das hier soll Zellen geben. Sieht momentan eher aus wie eine Stallung. Hätte auch ein Reitsportsimulator werden können. Könnte man so Stallboxen bauen. Was machen denn unsere Wälder? Tja, noch haben wir da noch, wir haben noch Holz, oder? Ja, aber wir müssen langsam mal für Nachschub sorgen. So, gucken wir mal, ob das funktioniert. Erstmal die drei. Dann sollen sie mal die Reihe und die Reihe abmachen. Das soll für den Anfang mal reichen. Dass wir da wieder Nachschub kriegen. Aber ich habe sowieso das Gefühl, dass die da oben so mit Bauen beschäftigt sind, dass sie das gar nicht hinkriegen. Doch, machen sie schon. Sehr schön. Da mal ein paar Bäume umhauen. Oder wie ein Bekannter von mir immer gesagt hat, ich gehe mal Bäume schubsen. Das hieß, er geht in den Wald ein paar Bäume fällen. Allerdings mit Genehmigung. Nicht ohne, ja. Ist ja ein Allgemeingut. Gehört ja Deutschland, der Baum. Oder dem Pächter von dem Waldgrundstück. Beziehungsweise dem Besitzer des Waldgrundstücks. Kann man nicht einfach hingehen und kann sagen, ich fäll mal einen Baum im Wald. Das geht nicht. So, da stellen wir Betten hin. Dann brauchen die natürlich noch ein gepflegtes Örtchen. Hopp, Mauer angeklickt. So. Das sollen die erstmal alles bauen und dann kommen die Türen rein. Zum Schluss. Wenn wir noch wissen, wo wir dann überall Lampen brauchen. Das Problem ist, dass wir da drin nichts sehen. Geh du einfach mal da hoch. Ich will das jetzt mal wissen, ey, wo da Lampen sind und wo da keine sind. Brauchen wir einmal kurz Licht. Schicken wir mal so einen dahin. So, dann brauchen wir die, brauchen wir nicht. Die können wir dismanteln. Die auch. Die auch. Dann haben wir schon mal wieder drei Lampen. Die brauchen wir da nicht.
Und die brauchen wir dann nicht. Mann, was haben die denn als mit Löffeln? Nee. Glaubt ihr wirklich, ihr könnt euch hier einen Weg rausbuddeln? Warum sind da so viele Leute in der Holding? Achso, Entschuldigung, ja. Ist ja der Bug drin. Die werden ja nicht in freie Zellen verlegt. Oder doch? Wurde da was gepatcht? Habe ich was nicht mitgekriegt? Verlegen die wieder Leute? Wenn Zellen frei werden? So, bin ich mal gespannt. Da oben, wir sehen einfach nichts. Wir brauchen da mal. Es gibt doch hier Tausende von Wächtern. Komm, gib mal, du. Geh mal da hoch. Oder wir machen es gleich richtig, komm. So, ab jetzt sehen wir was. Das ist schlecht, dass ihr da einen Wagen hingestellt habt. Da soll ein Klo gebaut werden. Deshalb holten die Putzfrau auch schon ab. Oder der Hausmeister. Nicht die Putzfrau, der Hausmeister. Ich sage immer die Putzfrau, weil es so eine weibliche Gestalt ist. Aber das ist, der hat einen Bart, wenn man den genauer anguckt. Ja, der hat einen Schnurrbart. Seht ihr, der hat einen grauen Schnurrbart. Das ist ein Typ. Ist nur ein Hemd, aber ist ein Typ. Wir brauchen noch Lampen, Lampen, Lampen. Sonst sitzen wir im Dunkeln. Das wollen wir natürlich nicht. Finde ich immer spannend, wenn hier Stromausfall ist. Hatte ich schon ein paar Mal. Mit einem Rendern, boom, war Licht aus. Und dann? Was macht man dann, wenn es Licht aus ist? Man geht schlafen, genau. Kann man ja sonst nichts mehr machen. Ich meine, was bringt's? Habt ihr noch genügend Holz da unten? Ist echt faszinierend hier. Da wo Sand ist, da wachsen Palmen. Das andere, das kann man nicht so wirklich definieren. Das ist so ein Mischmasch aus allem. Wobei ich feststellen kann, dass da wo Asphalt ist, wachsen Tannen. Oder wo Asphalt war. Da wo grün war, da ist alles so ein bisschen durcheinander. Kommt wahrscheinlich drauf an, was da alles in der Nähe ist. Und da oben wachsen nur Tannen. Komm, eine Reihe kriegen sie noch. Die haben noch genug freie Tische, das geht schon. Wie viele Gefangene haben wir? 52 Gefangene? Braun dringen die Zellen hier oben, sonst die drehen durch. Ohne Witz, die randalieren. So, Cell Doors. Jail Door. Ich sage in Zukunft Jail Door. Irgendjemand hat sich beschwert, dass Jail Door gesagt hat. Entschuldigung, ich habe mich mal versprochen. Außerdem, ein bisschen Nuscheln gehört doch dazu. Am besten fand ich das Kommentar aber, weil er schrieb, er habe eine Allergie gegen Leute, die Englisch falsch aussprechen. Ja, und ich muss ganz deutlich sagen, ich habe eine Allergie gegen Leute. Wow, ich habe eine Allergie gegen Leute, die Kommentare schreiben, auf die ich nicht antworten kann. Ihr habt Google Plus, ihr habt irgendwo eingestellt, Kommentar, keine Antworten, denn man darf mir nicht antworten oder sowas. Ich habe keinen Antwortbutton unter manchen Namen. Und das ist eine Einstellungssache, definitiv. Ja, weil hätte ich gerne eine Antwort zugeschrieben, aber ging nicht. So, die Schar von Gärtnern marschiert alle. Wow, Autosave. Oh, schon wieder. Schon wieder eine Stunde rum hier. So, die Schar vom Gärtner marschiert da hoch. Bin ich mal gespannt, was die da oben Gärtnern. Ach, die kehren da den Weg. Ach, die kehren die Wege. Seht ihr, wir brauchen ganz viele davon, die kehren draußen die Wege. Ist wichtig. Ganz, ganz wichtig, dass die das machen.
So, da ist Worktime, die gehen arbeiten da oben. Wie sieht denn das aus? Wir haben doch da jetzt Zellen. Ich muss die jetzt wirklich per Hand da hochschieben, oder? Da randaliert einer. Holding Cell, wir versuchen uns mal zu behelfen. Damit. Verlegen die die jetzt mal? Nö. Okay. Du schläfst hier. Du schläfst hier. Kriegen wir das hin? Du schläfst hier. Oder hatte ich dich schon? Das ist das Problem, man weiß es nie so genau. So, werden da jetzt mal Leute weggeholt da oben? Das ist ein wirklich störender Bug. Das ist ein echt nerviger Bug. So, da wurden wieder Gäbelchen gefunden. Ich bin auch ein Depp. Das hier nicht als Zellen definier, wird da natürlich keine rein verlegt, ich Idiot. Und das jetzt beim Essen zu machen, war auch bescheuert, weil wenn sie den Bug gefixt haben, dann kriegen wir ein großes Problem. Kommen Sie in die Dark Cat Ruhe ein. Esst einfach. So, kommen die jetzt in Zellen oder nicht? Das ist die große Frage, die Frage aller Fragen. Alter, sind da viele dabei. Na, so viele Holding Cells habe ich aber nicht. So viele Solitary Cells. Transportieren die Leute in Zellen? Nö, nicht wirklich, oder? Keine Ahnung, warum es mit einem geklappt hat. Ich weiß es nicht. Wir werden der ganzen Sache mal auf den Grund gehen, werden uns das Ganze mal anschauen. Ich hoffe, dass es irgendwann noch so einen Hotfix gibt, der den Fehler behebt. Und wenn der Fehler behoben ist, dann freuen wir uns drauf, dass wir hier gechillt weiterspielen können und nicht die ganzen Gefangenen per Hand verlegen müssen. Ja. Aber da bin ich mal gespannt, wann dieser Patch kommt. Ich hoffe, er kommt jetzt nicht die nächsten 3 Tage, sonst spiele ich hier mit einer veralteten Version. Wie auch immer, ich sage an der Stelle erstmal danke fürs Zuschauen. Hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Und ihr seid beim nächsten Mal auch wieder dabei. Und ich beende jetzt mal hier meine Aufnahmesession von knapp einer Stunde und sage einfach mal ja. Vielen Dank fürs Reinschauen. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr mal ein Like da lassen. Oder ja, keine Ahnung, was man sonst noch so machen kann. Macht einfach, ihr wisst das eh besser wie ich. Ich sag auf jeden Fall schon mal danke fürs Zuschauen und macht's gut, bis zum nächsten Mal. Noch viel Spaß auf YouTube, noch viel Spaß noch mit meinen anderen Videos. Macht's gut, bye bye.